Comcheck. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Gut, damit geht's los. Oh, da habe ich gerade genau in dem Moment auf Schnellspeichern geguckt. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Ja, also Chief Williams mit dem Eagle-Team. Manowai, J2-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. So, dann kann es auch losgehen. Ich muss mich gerade nochmal kratzen hier. Und jetzt geht also der Sturm auf die Basis von Saren los. Wir sind Ashley erstmal los. Ob wir die noch wiedersehen werden, das kann ich euch nicht sagen. Das heißt, ich könnte es schon, aber ich will gar nicht. So, wir werden erstmal zum Kommunikationsturm gehen, glaube ich. Und dann der Satellitenverbindungsturm. Okay. Ich muss mal ein bisschen mitschauen, wie das hier war. Ich weiß noch, dass es so nicht ganz linear ist jetzt. Und das ist. Manowai steht unter Dauerbeschuss. Ja. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Geth helfen könnten. Genau, dass wir hier noch so ein bisschen die anderen Truppen unterstützen können. Und dadurch auch Leben retten können bei denen. Aber ich glaube, das war jetzt noch nicht hier, sondern das war dann, glaube ich, erst bei dieser Tankanlage. Und hier oben haben wir. Was? Genau meine Art von Urlaub. Ein Haufen Landschaft, ein Haufen zum Umnieten. Das glaube ich dir sofort, Rex. Okay, hier können wir die Geth-Kommunikation stören. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ansonsten gibt es nicht so viel, außer was zum Dechiffrieren. Okay, das machen wir mal fix. Kein Problem. Ah, das war dumm von mir. So. Alles nehmen. Und ich mache mal eine ganz kurze Unterbrechung der Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. So, wunderbar. Ich habe mal ein kleines bisschen gegessen. Habe auch noch hier den halbvollen Teller neben mir stehen. Es gibt mal wieder Krautnudeln. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn ich Mass Effect aufnehme, habe ich Krautnudeln gerade zu essen. Ist das nicht ein Traum? Ich könnte ja jeden Tag Krautnudeln essen. Es ist so unglaublich lecker, dieses Essen. Und ich kriege jedes Mal Ärger mit meiner Frau, wenn ich sage, wollen wir nicht mal wieder Krautnudeln essen, weil ich das, glaube ich, jede Woche sage. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manowai. So. Okay, dann legen wir mal los. Die Kommunikation da drüben ist schon mal lahmgelegt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht falsch laufen. Ich glaube, es ist egal, wie rum wir gehen. Okay, gehen wir hier lang. Und davon dann links. So. Ja, hier kommen wir durch. Sehr gut. Den ziehen wir gleich direkt im Laufen aus dem Verkehr. So. Ah, diese hässlichen Drohnen. Ich hasse sie ja. Sie fordern Sandangriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? So, haben wir denn hier einen? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, sprinten wir mal vor. Die werden schon früh genug kommen, denke ich mal. Ja, da sehen wir auch schon irgendwas. Huh! Du Schweinehund! Du kleiner Dreckiger! Na super, jetzt kommen sie auch noch von hinten, die Raketendrohnen. So, den haben wir schon mal beseitigt. Oh, schön zurückbleiben. Den töten wir auch noch, sehr gut. Okay, ist interessant, dass hier gleich automatisch gespeichert wird. Passiert hier denn irgendwas? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, das ist nichts zum Einsammeln. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit diese blöde Fusionszelle hier hinten treffen, um den Kogane mal ein bisschen zu kitzeln, aber hat nicht so gut funktioniert. So, wir sind jetzt beim Satellitenverbindungsturm. Das heißt, hier muss doch irgendwo was zum Ausschalten sein. Oder in der Satellitenverbindung an. Wir sind am Satellitenverbindungsturm. Okay, hier unten sicher nicht. Das heißt, wir müssen die eigentlich irgendwie. Ah! Wir können sie ärgern und zerstören, die Satellitenverbindung. Sehr gut. Das freut mich. Das heißt, wir dürften unseren Kollegen gerade ziemlich geholfen haben. Nur mal mit gucken, dass wir hier nicht noch irgendwo anders irgendwelche Verbindungen haben. Irgendwelche anderen Verbindungen. Irgendwelche anderen. Satellit. Flugzeug das unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Ja, ja. Ich wollte sagen, dass wir nicht noch irgendwelche anderen Satelliten haben. Und wir machen mal rechts rum zur Tankanlage erstmal.
Sackgesicht. Kommt der denn her? Ah, bitte mal irgendwas machen. Bitte mal irgendjemand irgendwas. Irgendwie, irgendwo. Was haben wir hier? Mach mal. Ja. War's das für den? Sehr gut. Ich wollte ihm nicht gerade in die Fänge geraten. Wie gesagt, mit denen ist nicht zu spaßen im Nahkampf, die sind schlimmer als Krogane. Okay. Schauen wir nochmal kurz. Wir schauen in die richtige Richtung. Auf zur Tankanlage. Dort können wir sicherlich noch irgendwas sabotieren und damit unseren Kollegen helfen. Wow. Ja, machen wir gleich. Irgendwie geht's Tali nicht so gut, glaube ich. Der hat, glaube ich, gerade so einen kleinen Schwächeanfall. Huch. Aber gut, passiert. Ich glaube, die Raketendrohne hat gerade unsere Arbeit übernommen. So. Aber ich glaube, die Kraftstofftanks waren gar nicht so wichtig dabei, sondern es ging hauptsächlich darum, wirklich diese kleinen Fliegerchen zu zerstören. Hier unten ist ja nichts. Oder? Wir gehen mal lieber gucken. Ich gehe mal lieber da lang und schau mal, ob da nicht vielleicht auch noch irgendjemand ist, den wir töten können. Wenn das unseren Kumpels hilft, ich mache mal hier kurz Gesundheit. Wenn das unseren Kumpels hilft, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Denn ich finde es immer besser, wenn man denen ein bisschen helfen kann und die ein bisschen da rausholt noch. Ich glaube, das gibt auch ein bisschen Vorbildpunkte. Okay, nee, hier wollte ich ja gar nicht lang, Mensch. Nicht kämpfen. Bitte schön mir folgen, ja? Hier folgen. Nee, nicht bewegen eigentlich, will ich doch hier sammeln. Sammeln ist das, was ich will. Schön bei mir bleiben, bitte. Ach, Shepard, das ist doch unglaublich, wie schnell du ermüdet bist. So, ist das der richtige Weg? Nein, aber das interessiert mich auch mal, was es denn hier eigentlich gibt. Warum gibt es denn hier so eine Sackgasse? Ihr macht das schon. Ich schau dabei mal. Ein Upgrade-Kit. Ach, wie süß. Das ist alles. Und ein Aussichtspunkt. Ah, wir können von hier aus schon ein bisschen moppeln, wenn wir wollen. Treffen wir den Kroganer denn? Hier. Na komm schon, steh auf. Du bist doch garantiert noch nicht tot. Nee, natürlich nicht. So, haben wir es jetzt? Ich glaube schon. Da drüben ist auch der andere, der die ganze Zeit ja auf uns schießt. So, mal ein bisschen abkühlen lassen und die nächste Runde. Ah, jetzt lebt er noch mit so einem ganz kleinen bisschen. Die treffe ich aber auch nicht so, oder? Diese Schweinehunde regenerieren sich immer. So, diesmal aber. Jetzt ist er tot. Ich weiß, ich könnte sie natürlich auch dann, wenn wir dann später bei den Sinn holen, aber wenn es hilft, können wir das doch gleich so machen. Der lebt noch. Diese verdammten Kroganer mit ihrer zweiten Luft. Okay, wir schauen in die richtige Richtung. Wir gehen auch jetzt in die richtige Richtung. Hier gibt es nichts zum Sammeln. Hallo, mein Kleiner. Stirb fein. So, feine Sache. Hier gibt es also bloß ein paar Kroganer. Das ist ja nichts Besonderes. Hier drüben ist auch nichts weiter, ne? Außer einem idyllischen Plätzchen mit Wasserfällen noch und Löcher. Nee, ich glaube, hier gibt's nichts weiter. Sei denn irgendwas zum Einsammeln vielleicht? Nee, nicht mal das. Ist ja lame hier. Lame! Okay, schauen wir nochmal kurz hier hinten. Das wäre so eine Ecke, in der ich vielleicht was verstecken würde. Gut, wenn es hier nichts gibt, dann auf zur Basis.
glaube, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten, um unseren Kollegen zu helfen. Wir haben dreimal irgendwas sabotiert oder zerstört. Und drei Teams gibt es. Vielleicht hat es ja irgendeine Bewandtnis, irgendeinen Zusammenhang. Wer weiß, wer weiß. Gut, und dann... Wo müssen wir denn eigentlich gut davon jetzt lang? Was? Wie meinen? Gut, dann können wir jetzt hier geradeaus weitergehen. Die Krogane haben wir jetzt schon weitestgehend beseitigt. Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Sherman. So, ich glaube, der eine lebt noch, oder? Ja. Ah ne, das ist ein Geth hier. Okay, die Krogane scheint es doch beide erwischt zu haben, wie mir scheint. Dann schauen wir noch mal kurz, ob hier drüben irgendwas ist, das wir mitnehmen können. Ja, natürlich. Das sagt mir dann natürlich auch zunehmend ein... Zunehmend? Was auch immer, ich weiß nicht. Manchmal erzähle ich auch komisches Zeug, ich weiß auch nicht. So, dann nehmen wir noch den Spind drüben mit. Und dann geht's rein ins Gebäude. Lang genug draußen die Sonne genossen und uns hier die... Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute! Ja. Stellung halten! Und uns die Wanne gebräunt. Da kriegen wir direkt mal ein Level up. Wie schön. Das nehmen wir noch mit. Und dann rein in die gute Stube. So, aber erstmal noch ganz kurz. Oh, schaut mal an. Noch ganz kurz die Punkte ausgegeben. Fitness machen wir voll. Ich glaube, diese Immunität habe ich noch nie benutzt. Worauf gehe ich denn? Ich weiß es doch gar nicht. Sagt mir doch, worauf könnte ich denn gehen? Nehmen wir mal das Sturmangriff drin. Warum nicht? Rex, mein Kleiner. Oh, bei der muss ich unbedingt mal Punkte verteilen. Meine Güte. Wahnsinn. Erstmal hier rauf, dann auf jeden Fall auf die Kampfpanzerung. Hey, bei dem habe ich ja noch gar keine Punkte verteilt. Ist ja Wahnsinn. Irgendwie will es gerade nicht mehr. Jetzt. Okay. Fitness sollten wir vielleicht auch mal machen. Zumindest ein bisschen. Okay. Und dann den Kampfmeister noch. Und werfen hätte ich gern noch ein bisschen höher. Barriere ist egal. Den Warp können wir auch noch ein bisschen. Machen wir hier noch. Und noch was auf die Fitness. Okay. So, damit ist Rex dann auch mal ein bisschen adäquat ausgestattet hier. Bei dir gehen wir mal aufs Hacken. Gut. Speichern. Und weiter. Wo bleiben denn die nächsten Gegner? Die werden doch bestimmt hier von... Nein, eine Sicherheitskonsole. Moment. Zugriff auf Basissicherheitssystem. Ach, hier ist das, okay. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Okay. Wie gesagt, ich will so viele wie möglich von denen eigentlich durchbringen. Und, ich weiß nicht, ob das jetzt nur geht, wenn man Tali dabei hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube, man kann das immer machen hier. Führen die mich denn jetzt alle zum selben Gang? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir doch mal. Ja, sieht ganz danach aus. Oh. Oh, verdammt. Schon wieder so einer. Löst dich doch bitte mal von der Wand, Mensch. Okay. Nein, ich will doch nicht auf Tali schießen. Erstmal diesen verdammten Verwüsterplatz gemacht. Und jetzt gehen wir mal hier in Deckung. Oh, gut, der ist tot. Mann, dieser verdammten Verwüster mit ihrem Sturmangriff immer. Das ziehen wir mal aus dem Verkehr. So, auf dem Radar wird nur noch einer angezeigt. Das erscheint mir äußerst wenig. Aber gut, ihr werdet es schon wissen. Wenn ihr der Meinung seid, bloß einen da hinstellen zu müssen, von mir aus. So, da hinten geht es nicht weiter. Wir haben nur hier einen Weg. Verzeihung. So, da drüben ist noch einer. Irgendwie dachte ich mir schon, dass es so viel besser ist. Kein Problem, aus dem Verkehr gezogen. Wir laden mal kurz hier auf.
Und weiter geht's. So. Wenn das ja alles an Abwehr ist, dann weißt du, dann... Dann ist das nicht das Problem. Dann brauchen wir denen da keinen zusätzlichen Ärger auf der anderen Seite machen. Das kriegen wir schon hin. Solche Muschi ist es immer nicht, Hallo? Dass wir hier... Ist da jemand? Ja, hier oben. Ich komme gleich vorbei. Dass wir hier den anderen Ärger machen müssen, um selbst nicht so viel Gegenwehr zu haben. Wer sind wir denn? Das Gute ist, die Salarianer, die halten nicht so sie viel aus. Sie müssen an Boden gewinnen, Williams. Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Okay, haben wir hier irgendwas zu benutzen? Nein. Fahrstuhl benutzen wir gleich. Predator M. Was auch immer das heißt. Schauen wir dann später mal, dass wir Garrus hier eine neue Uniform besorgen können. Gut, wir haben drei Fahrstühle, die wir benutzen können. Die Frage ist, welcher führt uns wohin? Gut, ich habe mich bloß gerade gefragt, was wie der Aufbau hier ist, aber das hier draußen, das ist ja außerhalb des Häuschens noch. Gut, ich würde sagen, wir fahren erstmal nicht mit dem Fahrstuhl hier. Erstmal machen wir natürlich hier das. Oh Quatsch. So. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Tani mit dabei haben. Denn sonst hätte es vermutlich das ein oder andere Problem mit den Dechiffrierungen gegeben hier. Das machen wir aber gleich. Wir gehen erstmal hier nach unten. Und schauen, inwiefern wir hier unten irgendwas bewirken können. Fahren wir überhaupt nach unten? Nee, fahren wir nicht. Okay. Mal kurz hier schauen, dass hier keiner hinter der Ecke auflauert. Die untersuchen wir natürlich. What? Was zur Hölle? Okay. Wenn es sein muss, dann töten wir eben auch die Wissenschaftler. Zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Und ein vulkanischer Wissenschaftler? Die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Sorry, du bist schon tot, du brauchst nicht mehr reden. Ein kroganischer Wissenschaftler ist aber auch ungewöhnlich. Na gut, wenn ihr meint. Der hat's also ähnlich gesehen wie Rex eben auch am Anfang. Aber er sieht eben nicht, dass Saren die Kroganer nur als Marionetten benutzen würde, nur als Hilfsmittel in seinem Plan. Und dass er... Verdammt, was mache ich denn hier? Ah, scheiße. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich habe ein leichtes versaut. Unglaublich. Weil ich gerade so mit Nachdenken darüber beschäftigt war, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich total verkackt gerade. Dass er sie nur als Marionetten benutzen würde, nur als Werkzeuge in seinem Plan. Und Rex hat es dann ja jetzt doch noch erkannt, dass sie vermutlicherweise, nachdem alles erledigt ist, nachdem der Plan vollzogen ist, keine Rolle mehr für ihn spielen würden und wahrscheinlich beseitigt würden. So, ich gehe aber nochmal ganz kurz zurück, denn ich glaube, das hier ist der Weg, der uns weiter voranbringt. Wir bleiben erst einmal kurz unten. Genau, ich glaube, wir sind jetzt gerade nach oben gefahren und fahren mal mit dem Fahrstuhl hier. So, der sollte uns nämlich, das hier ist gar kein Fahrstuhl, das führt uns nämlich hier runter zu diesen Zellen, die wir gerade schon gesehen haben. So, und dann schauen wir mal. Erst einmal kurz gespeichert. Sie sind kein Gate und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gantor Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt.
Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Okay. Haben wir mal ein bisschen vorbildlich gehandelt. Der Salarianer kann gehen. Nun, was ist mit diesen hier drüben? Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. So behandelt man keinen Gefangenen. Sie töten, ja gut, aber sie in diesem Zustand zu lassen. Okay, dann würde ich sagen, erlösen wir sie. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Dann werden wir sie töten. Lassen Sie sie raus, sie werden uns nichts tun. Gut, wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Okay. Sie ruft und ich muss ihr folgen. Ich will nur das, was sie von mir verlangt. Gut, sie greifen uns auch erstmal nicht an, wie es scheint. Das heißt, wir lassen die auch in Ruhe. Was ist mit ihm hier? Er bleibt einfach da drin. Na gut, von mir aus. Er will auch gar nicht mit uns reden. Dann soll das so sein. Sie ruft. Und ich muss ihr folgen. Mehr gibt's ja auch nicht. Oh, hier ist Wasser. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der hier auch noch irgendwie uns spricht. Aber dann eben nicht. Dafür büßen, was er meinem Volk angetan hat. Gut, haben wir das geklärt hier. Haben den einen befreit und die anderen, die haben quasi auch ihre Chance wegzulaufen. Auch wenn sie das wahrscheinlich nicht tun werden. Und dann schauen wir nochmal kurz hier hinten in der Ecke nach. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf dem Weg hier ein paar Stunden nach oben weitergeht. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, doch, hier gibt's auch noch. Ach, siehst du mal, hier gibt's auch noch Zellen. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich... Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Mayim Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Der scheint schon ein bisschen merkwürdig zu sein, habe ich das Gefühl. Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß. Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Shepard. Okay, aber... Also ich weiß, dass er uns angreifen wird. Er ist schon indoktriniert und man merkt es ja auch. Die Frage ist, lassen wir ihn einfach hier drin? Wir sind ja gut, ne? Komm, wir töten ihn. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ja, er ist völlig verrückt, aber... Naja, passt das. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt, wo sie doch so simpel sind? So verdammt simpel! Sorry. Noch mehr? Oh, da war noch einer mit drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, die anderen Zellen haben sich gleich noch mitgeöffnet. Na wunderbar. Aber zumindest haben wir ihnen die Chance gegeben. Sie haben den Weg des Kampfes gewählt, weil sie nicht mehr anders konnten, weil sie eben schon indoktriniert waren. Genau den hatte ich nämlich eigentlich gesucht, an den konnte ich mich noch erinnern. Deswegen hatte ich jetzt versucht, den anderen da rauszuholen in den anderen Zellen. Na gut. Den konnten wir leider nicht mehr helfen. Wir waren schon zu indoktriniert. Und dann machen wir uns mal auf den Weg weiter voran in der Anlage. Moment. Okay, ich hatte noch gerade fettige Finger, weil ich hier nebenbei so ein bisschen mit gemampft habe in meinen Nudeln und da gleich mit den Fingern reingegangen bin, um nicht zu viel Krach zu machen. So. Da drüben war Sackgasse. Wir gehen da weiter lang. Wieder an der frischen Luft. Okay, kannst du dich hier dahinter? Ja, genau.
so, da halten wir einfach mal drauf. Ich finde die Waffe großartig, die wir jetzt haben, das Sturmgewehr. Das hat auch einen unglaublich guten Fokus, ne? Also das ist richtig gut, die Waffe. Gefällt mir wirklich gut.